Verehrte Damen und Herren, im zweiten Teil unseres Weihnachtsmusical-Programmes kommen wir nun zurück auf die Erde. Zu den Leuten, die der Grund dafür sind, dass unsere kleinen süßen Wichtel gerade eben die Arbeit niedergelegt haben. Mal sehen, ob hier trotzdem schon etwas Weihnachtsstimmung herrscht. Was glaubst du eigentlich, wie alt ich bin? Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Mama, alle anderen in meiner Klasse haben das aber auch. Schenk mir das gefälligst zu Weihnachten, okay? Ja, wenn du mir das nicht kaufst, dann bin ich voll der Loser für alle. Das ist mir doch egal, ich will das haben. Ach Mensch, ich gehe sicher nicht zu den Großeltern. Ich muss nur mit meinen Freunden WhatsAppen. Was? Nein, du kannst mich nicht zwingen. Ich will es aber haben. Mama, du bist so fies. So fies. Halt endlich die Luft an, Mama. Stopp. Und mach dir mal mein Alter klar. Schluss. Das wird mir hier echt zu bunt. Nein. Und Mama, jetzt halt mal den Mund. Halt, stopp, Schluss. Schluss, nein, halt, stopp, Schluss, nein, Mama, ich bin nicht mehr allein. Ja, ich war noch jung und ich erinnere mich, die großen Kinder kriegten immer viel mehr als ich. Nun lass die lange Liste der Verbote sein, denn Mama, ich bin nicht mehr allein. Früher spielte ich immer zu mir Kinderkram, heute hab ich lieber große Jungs im Arm und hab ich meine. Na dann, krieg dich ein, denn Mama, ich bin nicht mehr klein. Na, ich muss dir sagen, du bist fabelhaft, denn wie man tanzt, der dich täglich durchsieht. Ja, du machst den Rock'n'Roll zu Leidenschaft, weil du mich leiden lässt und damit schaffst du mich. Wow. Sind ich zu Hause wie ein Karl-Marx, und jetzt mach ich eine Nase und lass keine Party aus. Und sag ich an wie der Team. Braucht die neueste Zeug, um wieder hip zu sein, denn Mama, ich bin nicht mehr schlimm. Du musst ja mir haben, bis ich zu Bär und Papst, denn ich bin Taube, bis ich zu Körperein. Mama, ich bin doch, ich bin nur alles von mir und schenk mir eine Kreditkarte oder zwei. Oder zwei? Wir sind die Elite, ja, wir sind. Wir sind die Coolen. Das steht ja ohnehin fest. Und schaut nur, wie gut wir aussehen. So gut. We are the nicest kids in town. Oh yeah. Weihnachten steht ja vor der Tür.
Und ich sage es euch, wenn ich diesmal nicht endlich eine Platinum-Kreditkarte bekomme, dann kenne ich mein älteres Leben. Du hast noch keine? Oh je! Sehr froh, dass du trotzdem eine von uns bleiben darfst. Das darfst du nicht nur, weil sie Markenklamotten trägt. Ja, gerade noch mal gekauft. Ich habe einfach die und reiche Eltern. Aber nicht ganz so reich wie meine. Hörst du, Kindergedicht? Wir tragen Marken, weil wir sind die Starken. Wer sich das nicht leisten kann, hört nicht zu uns und ist auch dran. Was macht denn der hier? Hey ho, was bist denn du, ein Zwerg? Ich hab den Paket für Lisa Lackner. Die soll hier sein, wer ist das von euch? Ich, Lisa, das ist für dich. Lisa, wie aufregend. Was hast du denn schon wieder bestellt? Bitte hier unterschreiben. Aufpassen, aufpassen. Mann, 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 ich kenne mein Hirn, ey. Ja, sonst noch was? Dann kannst du dir wieder... Bye, bye. Lisa, was ist da drin? Mach schon auf! Lisa? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Lisa? Sagt, hört ihr nicht das Lied? Also, ich höre nicht! Spürt ihr nicht mein Herz? Es schlägt im gleichen Beat und nur weil er mich schubste und dann hat er gestarrt. Ja, als er stupste, da kam ein Herz in Fahrt. Ja, es knallte, nun gibt es kein Zurück. Ein kleiner Stoß und ich fall ins Glück, als er die Fremde, der schlug die Liebe ein und sie traf sie so wie ein fester Stein und ihr Puls rast, nein, sie war doch nie froh. Ein kleiner Stoß und sie ist K.O. Doch nicht ohne uns! Lisa, warte, ich komm mit dir! Ja,
Den guckt man so an. Erst Wort. Wo müssen wir denn hin? Zu den Darkseid-People? Hör zu, mir fällt ein Gedicht ein. Wir müssen auf die dunkle Seite, da leben nur die armen Leute. Doch hellen wir dort alles auf, denn wir sind cool, wir haben's drauf. Cool, und jetzt kommt. Na, ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Ganz geheuer ist mir ja nicht. Halt euren Schmuck fest, Mädels! Kids. Doch offensichtlich gibt es auch noch ein zweites Lager. Der Botenjunge kommt aus diesen, die sogenannten Dark Side People. Mal sehen, ob bei denen schon etwas mehr Weihnachtsstimmung herrscht. Just
du denn aus? Wieso? Wie schaue ich denn aus? Ich komme gerade von der Arbeit. Von wo denn? Von den Fat Blanche People. Ist ja ekelhaft, diese arroganten Schnäppchen. Ja, ja. Irgendwas ist passiert. Ja, du schaust fast glücklich aus. Ach, so ein Schwachsinn. Ich bin genauso unglücklich wie ihr. Gott sei Dank, alles andere wäre echt deprimierend. Irgendetwas ist anders. Ich kann das sehen. Ach, lass ihn in Ruhe und lass uns weiter deprimiert sein. Ach, schau, wie schön die Sonne raus. Ha, ich wusste es doch. Irgendwas ist da faul. Zuerst dieses belämmerte Grinsen und jetzt die Freude über die Sonne. Sag schon, was ist passiert? Er muss nichts sagen, er sieht es doch. Wenn Männer grundlos sein schon wie ein Mondkalt, dann gibt es nur zwei Gründe. Ein neues Auto, unwahrscheinlich bei ihm, oder etwa ein neues Mädchen. Nein. Ui, wer kann das nur sein? Sag schon. Marvin ist verliebt. Ach, lass. Sag schon, wer ist die, die dich so glücklich macht? Du sagtest ja vorhin, du warst bei den Fat Blanche Leuten. Sag bitte, dass das nicht wahr ist. Nicht eine von denen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Keine von uns. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir die meiden seit Jahr und seit Tag? Die sind einfach anders und zudem nicht so wie wir. Die glauben, sie sind besser, nur weil sie reich sind. Ach, sag es, mit dem Herzen voll blind, versteckt hinter Gucci-Brillen. Ach, sie sind einfach mies. Entscheide dich, es heißt sie oder wir. Sie wird nur mit dir spielen, glaube mir. Und danach wirft sie dich in den Müll. Sie ist keine von uns, sagt sie Leute. Dein Gesicht ist zu rot und die Haare zu normal. Deine Hose ohne Marke, das ist wirklich fatal. Und du hast einen Job, fließt dein Geld nicht aus dem Hahn. Unser Hahn heißt Papa, wir müssen echt niemals sparen. Ich find sie halt nett. Nett? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Du bist ja wohl dumm, sicher nicht mehr ganz dicht. Du bist ja nur verliebt und das Schlimmste. In keine von uns. Die sind total abgehoben. Immer der teuerste Plunder und tragen nur Weiß. Ich meine, wie bescheuert kann man sein? Und was ist der Unterschied? Wir tragen doch nur Schwarz, ist doch genauso bescheuert. Pass auf, was du sagst. Wir tragen das aus Überzeugung. Ein stiller Protest gegen diese total bizarre Welt. Ja, bizarr, das sind wir auch. Du hast doch keine Ahnung. Liebes Publikum, aus aktuellem Anlass möchten wir das folgende Lied einem ganz besonderen Menschen widmen. Er war einer der größten Kämpfer gegen die Unterdrückung, ein Jahrhundertpolitiker, der für seinen Widerstand gegen die Apartheid 27 Jahre im Gefängnis saß und trotzdem seinen Glauben an die Menschen niemals verloren hat. Nelson Mandela. Das durchbricht die Nacht hell und klar. Und sein Schein lädt mich ein, weist mir meinen Weg. Doch ich weiß, wo ich war. Es ist ein Ruf. Beklagt ein Unrecht, das geschah. Fragt, warum es bleibt stumm,
Ich hoffe, wir sehen der Antwort nach. Von denen da oben was anfängt, ist das wie ein Schlag ins Gesicht für uns. Gerade die, die am meisten über uns spotten. Kleiner, du musst dich entscheiden. Wir oder sie. Beides geht nicht. Ach, warte! Typisch Mädchen. Es erst da rumtoben und dann davonrennen. Machst du alles in der Welt, war das? Hui, so viel Aufregung. Dabei bin ich doch nur hier bei dieser Clique dabei, weil wir sie immer so chillig haben. Ganz genau. Schmeckt schal so monoton. Oh, 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 Menschen verdruss, reden nur Schuss, der reinste Hohn. Sie sind ignorant und auch arrogant und manche kriegen vor uns nen Schreck. Oh, 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 macht uns nichts aus, am besten ihr rennt einfach weg. Good morning, welche Schmerz, du sitzt tief drin in uns. Stich rein ins Herz, allein und die Welt schaut nur zu.
Stimmung. Die einen zu arrogant, um Weihnachten zu feiern, die anderen zu depressiv. Kein Wunder, dass die Wichtel keinen Bock mehr hatten. Hey, wer bist du denn? Ich bin die Erzählerin. Warum? Erzählerin? Klar, aber ist ja auch egal. Ist eh alles egal. Ach, jetzt sei doch nicht so. Weihnachten steht vor der Tür. Na und? Ich meine, alles verändert sich. Und jetzt das mit der Liebe. Ich meine, dass sich Marvin verliebt hat. Das ist doch... eigentlich schön, oder? Was? Nein! Einen Freund zu haben, der immer für einen da ist, wenn man ihn braucht. Und mit ihm zusammen eine Familie gründen, klar. Ja, halt irgendwann später dann mal. Nur er, zwei süße Kinder, ein Hund und ein Häuschen, nur für uns. Ein Häuschen für uns zwei. Mit einem Gartenzaun, mit Sprossenfenstern überall, die aufgerannt sind. Gehecke, Tannen, selbst auf dem Gästeklo. Ein Häuschen war zum Kommen, nein, irgendwo. Nein, wir brauchen euch nicht, ihr seid Klagen. Und das bleibt ihr noch ganz lange Zeit.
Klamotten und cooleres Haar. Wir sind echt dufte, da kommt niemand ran. Hey Bruder, du sagst, es ist echt geil, Mann, oh Mann. Oh, 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 oh. Ja, das ist ein vereinigtes Europa. Schon mal was davon gehört? Interessiert mich null. Und jetzt zisch ab. Hesset bei euch, ich hau dir über die Häser. Das ist peinlich. Ach, ich find den ganz dufte. So, wir haben immer Schluss jetzt und Tschüssilein. Wir würden echt gern gehen, glaub mir, aber wir folgen nun einem Hörenruf. Ja, ihren Glocken. Wie bitte? Na, sie hat Glocken gehört. Welche Glocken? Hochzeitsglocken oder so ähnlich. Hört zu, ich kenne dein Gedicht. Sie wollen nun Leid und Glück miteinander tragen. Wollen Sie bis zum letzten Tag immer ich liebe dich sagen? Ach, wie ist das? Immer schon von dir gehört. Echt? Hat er von mir erzählt? Ja, das hat er. Hey du! Hi, schön, dass wir uns wiedersehen. Boah, so eine Sülze, ey! Boah, ist das kitschig. Also ich finde das total romantisch. Oh mein Gott, ich muss sofort ein Bild machen und dann auf Facebook stellen. Mit Twitter versenden und überhaupt lächeln. Hey du, was hast du schon gesagt? Oh. Aber mach nichts. Wenn ich als Junge mit dir in den Mädchengarten gehen würde, soll ich dich dann auf Facebook anstupsen oder dir eine Nachricht schreiben? Was? Du hast auch Facebook? Dann lass uns doch dort Freunde werden. Nein, ich will lieber live den Freund haben. Du meinst? Oh. Ja. Oh. Na, was die deutsch-österreichische Freundschaft? Wie bitte? Ich hab viel zu lange alle schwarz und weiß gesehen. Doch mit dir wird alles bunt und bunt ist plötzlich schön. Ohne dich, ja, mein ganzes Leben grau und öde. Ohne dich, ja, die Selbstdunkelheit würde meine größte Sorge lauten. Nicht mehr los, bitte los.
verrückt! Ach, jetzt habt euch nicht so! Also, mich erinnert das voll an Romeo und Julia. Voll romantisch. Boah, ist das kitschig. Du weißt aber schon, dass Romeo und Julia tragisch endete, oder? Trotzdem. Und ich finde das ja auch ursuper praktisch, dass wir jetzt ein paar sind, so kurz vor Weihnachten. Boah, ist das kitschig. Ich finde das voll romantisch. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Smoke-Handy-Sach. Eigentlich nichts. Ich freue mich nur, dass ich dich in nächster Zeit etwas besser kennenlernen darf. Und irgendwann wünsche ich mir dann ein Häuschen im Grünen. Das ist trotzdem geht es nicht so einfach. Wir haben doch nichts gemeinsam. Ihr habt doch nichts gemeinsam. Gegensätze ziehen sich an und manchmal auch aus. So weit sind wir noch lange nicht. Hört auf, so einen Müll zu labern. Ihr habt keine Ahnung. Ihr seid so schickimicki, immer die teuersten Handys. Und ohne Handy im Ohr fühlt ihr euch einsam und verlassen. Und was mit euch? Immer nur schlecht drauf. Die ganze Welt ist gegen euch. Oh, gemein, böse. Es ist doch auch nicht besser. Jetzt reicht's! Face and deal. Ist doch jetzt auch egal. Ich hab die Nase langsam echt voll von euch. Ihr seid die ganze Zeit nur am Meckern und Beschweren. Vielleicht wäre es klug, statt sich gegenseitig immer nur niederzumachen, dass ihr mal aufeinander zugeht. Es ist Weihnachten, Leute. Ja, aber zu Weihnachten will ich mehr als nur nett sein. Ich will teure Geschenke und dann die ganze Nacht auf ein cooles Clubbing. Und mich interessiert Weihnachten überhaupt nicht. Die soll mich in Ruhe lassen mit den schrecklichen Liedern und den tausend Lichtern und allem. Ich will. Es ist einfach zum Davonlaufen. Kein Wunder, dass die Wichtel die Flucht ergriffen haben. Wichtel? Was? Ich kann mich erinnern, früher haben wir von kleinen Michel so süße, liebenswerte Geschenke bekommen. Erst, es ist jetzt schon wieder ein bisschen kitschig. Es gibt schon was Schönes. Wenn wir früher so vom Weihnachtsbaum standen, die vielen Lichter glitzern, die Geschenke darunter und man ist gespannt, was man so bekommt. Und dann singt man zusammen ein Lied. Ah, ich will das wieder. Aber ihr könnt es doch wieder haben. Es liegt doch nur in euch. Weihnachten wie früher. Ich fühle mich auch schon fast wieder wie ein kleines Kind. Wie bitte? Halt den Körper eines Mannes. Gut so. Und ich bin mir sicher, wenn ihr ganz fest ein Weihnachten wie früher wollt, werden auch wieder die Wichtel zurückgehen an ihre Arbeit und euch mit bezaubernden kleinen Geschenken überraschen. Also wollen wir wieder zusammen dazu beitragen, dass Weihnachten wieder ein bisschen so ist wie früher. In feste Liebe und nichts anderes, Leute. Okay, ich bin auch dabei und ich habe auch Gedicht mitgebracht. Ob groß, ob klein, ob schwarz, ob weiß, Hauptsache der Punsch ist heiß. Oh, super! Es ist Weihnachten, da leuchten die Kerzen, ja, Weihnachten, wie in jedem Jahr. Es ist Weihnachten, da funkeln die Herzen, ja, Weihnachten, so wie es immer schon war. Mit Schneeflocken fallen, bis Zuckerkristallen. Ja, Weihnachten, wie in jedem Jahr. Es war